Hey, Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Haus Flipper Pets. Und ja, ich bin jetzt hier gerade noch in unser Bürohaus, sage ich jetzt mal, ne? Und alle Tierchen waren gerade bei mir. Und ich dachte mir, bevor wir hier mal wieder loslegen, müssen wir die mal streicheln. Och, Laila war ganz traurig, meine Süße. Glück. Was machen wir da jetzt noch? Geben wir ihr noch ein Leckerli? Ach so, ich wollte ihr da die Belohnung geben. Ja, guck mal, Laila, meine Süße. Bist du jetzt wieder happy? Jetzt ist sie wieder happy. Oh, Feini. Hier, so eine Feini bist du. Und Luna, was ist mit dir los, mein Mäuschen? Hat keine Bedürfnisse. Hat mal eben Haare ausgekotzt. Ja, kriegst du auch eine Streicheleinheit, ne? Das müssen wir einfach mal machen. Ne? Machen wir mal hier die Härchen weg. Ja, meine Süße? So, haben wir noch einen hier? Will noch jemand betuddelt werden? Hallo. Wo sind denn meine ganzen Babys? Ah, schaut mal, Oddi ist gewachsen, oder? Oddi hat auch einen Punkter. Seht ihr? Einen Punkter, ne? Ja, Oddi, mein Süßer. Bist du gewachsen, mein Schatz? Jewein. Kleine Schnuppelhäschen essen. Ja, geh mal essen. Geh mal essen, mein Hase. So. Dann würde ich sagen, watschen wir mal runter ins Büro, oder? Dann gucken wir mal. Ja, ich fülle mal eben schnell hier Mathilda ein bisschen, ne? Schildkrötennahrung ein hier. Dies muss ja mal sein. Und Hugo-Leinchen. Komm mal her, mein Süßer. Du brauchst auch mal wieder was. Mmh, yummy, 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 Mann. So lecker und delicious. Ne? Och, Willi. Na, mein Schatzi. Komm, die müssen wir auch mal streicheln. Oh, mein Sweetie. Mein wunderschöner Schatz. Alter. Wie oft dreht die sich jetzt eigentlich? Okay. Das funktioniert ja gerade irgendwie nicht. Jetzt aber. Komm hier. Ja, du brauchst auch eine Streicheleinheit. Oh, guck mal. Ist der nicht süß? Aber du bist nicht echt. Also, geh arbeiten, Chanella. Geh arbeiten. Guck mal, hier jenseits der Schienen heißt ja das Haus. Und dann gehen wir mal eben hin. Die Nase eines Hundes ist wie der Fingerabdruck eines Menschen. Einzigartig. Sehr interessant. Ja, also wir lernen hier bei Hausflipper sogar noch was, ne? Immer wichtig. So, ja, der Peter hat geschrieben im letzten Video, sieht richtig schön aus mit deiner Ecke da, mit dem Sofa, richtig gemütlich. Ja, finde ich auch. Aber er meinte auch, die Wände wirken bei ihm grau. Ja, das ist halt immer so, ne? Das sieht aber alles so ein bisschen grau aus. Aber es ist nicht grau, es ist weiß, Peter. Es ist wirklich weiß. Schwör. Achso, wartet mal. Irgendwas wollte ich noch. Kamuk hatten wir noch. Kamuk meinte erstmal hier Bad. Sehr schön geworden, ne? Danke. Und, also Peter waren es ja zu viele Kuscheltiere irgendwie. Finde ich gar nicht. Weil es ist doch ein Kinderzimmer. Und Kamuk meinte, ja, mach doch irgendwie in der Ecke doch noch so ein großes Kuscheltier. Und, aber da hat er, glaube ich, die zweite Folge noch nicht gesehen, ne? Ich denke mal, es reicht. Hier können wir jetzt nicht noch mehr hinmachen. Aber, Peter, einen Wunsch erfülle ich dir noch. Ganz, ganz sicher. Das mache ich. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Wo? Läuft das unter Hobbybücher? Peter, du hast ja recht. Unsere Kinder sollen noch so früh wie möglich anfangen zu lesen. Na klar. Dann machen wir doch natürlich auch noch ein paar Bücher hin. Bin ich völlig bei dir. Hat du recht, guck mal hier, die graue Katze. Ne? Die legen wir immer hin, wenn er abends vom Bett geht. Liest er halt noch das Buch hier, ne? Weil das ist ein ganz schlauer Junge. Mhm. Und der Sohn heißt Peter, habe ich beschlossen. Ja. Peter, the lucky son. Der glückliche Sohn. Na. Ja, und Kinder liegen ja auch alles nicht immer so mega korrekt rein. Einmal Bücher machen wir noch, oder? Einmal geht noch, Leute. Das stellen wir direkt mal hier vorhin. Das Bild sieht man ja trotzdem noch. Sehr schön. Peter, habe ich dich jetzt happy gemacht? Tell me. Erzähl's mir. Komm, einmal geht noch hier. So.
Ist dir das auch zu viel? Also, jetzt hat unser Peter auch noch Bücher bekommen. Sehr schön. Okay. Dann wollte ich ja hier noch so ein bisschen Deko reinmachen, ne? Das räumen wir hier mal wieder durch, weil mir das immer so viel Spaß macht. So ganz, ganz, ganz viel Spaß. Oh. Nein. Ja, doch, es war ein wenig Ironie dabei. Macht dir nichts. So. Irgendwas Hübsches brauchen wir da zum Reinstellen. Da finden wir auch noch was, bin ich mir ganz sicher. Ja, übrigens, wenn ihr mal Bock habt, ihr könnt mir auch mal live auf Twitch zuschauen. Ne? Mal Dienstag, Freitag, 18 Uhr. Würde mich freuen, mal einen von euch zu sehen. Einfach mal Hallo sagen, ich angel zwar, aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen quatschen. Kamok macht das ab und an, der kommt mal vorbei, sagt Hallo. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Finde ich gut. Aber jetzt müssen wir hier mal was finden. Was ist denn hier los? Kommt alles erst noch, glaube ich. La 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 la. Gib mir doch mal bitte was Schickes zum Reinstellen. Nein. Wir wollen doch hier keine komischen Dinge. Kein Reinigungsmittel reinstellen. Ja, sag mal. Haben sie sagen echt alle unten erst? So aus, ne? Tja. Aha. So ein Ding hier noch hinstellen irgendwo? Ach so, nein, für die andere Ecke hatte ich noch eine Idee. Ich finde nichts. Ja, was geht denn hier? Oh, nee, so ein Schelf brauchen wir nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder im Workshop ein bisschen schnückern gehen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe es irgendwie immer noch nicht gemacht. Aber das muss ich unbedingt mal wieder machen. Vielleicht gibt es ja da mittlerweile ganz viele neue schöne Sachen. Hier, sowas kann man auch immer reinstellen, ne? So ein bisschen duftig Zeugs geht auch immer. Es geht leider nicht mit dich. Hm. Dann finden wir hier sicherlich noch mehr. So, ich hoffe, mich ruft jetzt keiner an. Das war, glaube ich, sehr groß hier, ne? Alter, ist das riesig. Boah, schaut mal. Das ist ja bam, 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 bam. Das können wir auch hier draußen hinstellen. Guckt mal. Einfach hin damit. Hier, was haben wir denn hier? Ach, dieses Set hier, ne? Das geht doch auch. Guck mal. So. Ein bisschen Deko muss so sein. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann müsste ich wieder von vorne anfangen zu suchen. Deswegen scrolle ich hier mal noch ein bisschen weiter. Was meint ihr? Das hier in die Ecke rein? Geht das? So. Farblich? Mega, oder? Aber ich glaube, ich muss das mal ein bisschen drehen. Ja, so sieht es besser aus. Ich so ein Stück wieder nach da. Weg. Nehmen wir. Passt und hat Luft. Hier. So, das Ding finde ich ja auch immer wieder schön. Das würde halt tatsächlich auch hier ranpassen, ne? Da bin ich ja schon wieder so an meinem anderen Haus so nah dran. Aber das sieht cool aus, ne? Das könnte man dran machen. Das könnte man aber auch hier ran machen. Ne? Wenn man das da hin macht, ich setze es erstmal hin, ne? Ich finde das immer wieder schön, wirklich. So, die Blume lassen wir. Die war ja ein. Ja, eigentlich war so mal ein Fehlkauf. Und, nee, ich will ja trotzdem noch nicht raus, weil wir mit der Deko noch nicht fertig sind. Deswegen muss ich mal weiter scrollen hier. Scrollen heißt es natürlich, ne? Ich erfinde manchmal meine eigenen Wörter. Also nicht wundern. Tadam, da ist er halt. Ach nee, das ist ein Workshop-Datei. Da gibt es dann kein
Eine andere Farbe. Ja, auch mal edel, ne? Sowas kann auch richtig geil aussehen. Das würde jetzt hier leider nicht hinpassen. Das wäre auch hier noch, ne? Hätte hier auch funktionieren. Oder hier so? Vielleicht finden wir dafür anders nachher noch einen Platz. Zum Beispiel da. Aber da würde es nicht hinpassen. Ne? Hier so würde auch gehen. Zum Beispiel, schaut mal. Das hat auch immer was, ne? Ich lasse es einfach mal hängen. Wenn wir es dann doch nicht wollen, weil da was anderes hinkommt, können wir das ja immer noch machen. So, aber ich brauche immer noch Deko. Und hier gab es ja noch diese Blümchen. Wie groß sind denn die? Das ist ja perfekt hier. Das passt doch. Ich weiß doch. Vielleicht noch nach da? 100 pro? Sieht das halt nicht, ne? Dann doch lieber eher nach da. Genau. So, haben wir jetzt noch irgendwas Schönes hier? So eine. Das habe ich ja auch schon mal benutzt. Irgendwie so eine Vase noch oder sowas. Hier, die ist ein bisschen dunkler. Schwarz. Schade. It is too big. Das können wir hier auch nicht hinstellen, oder? Schaut mal. Nee, ist too much. Oh mein Gott, nee. Ich passe es ja hier hin. Ich lasse mal noch stehen, ansonsten wird es verkauft. Hier, Gold. Gold haben wir hier. Komme ich da denn? Oh. Ja? Ja, schaut mal, es reicht doch, oder? So, und hier oben wollte ich endlich was anderes haben. Ich muss hier immer raufhüpfen. Kriege ich das, wenn ich nicht hin? Ja? Machen wir das, wenn ich nach unten. Hier wollte ich eine Kerze haben. Gucken wir mal nochmal, was wir da Schönes haben. Ja, wie groß sind denn die Dinger? So ein bisschen klein. Wie groß ist das? Das geht doch hier, ne? Aber vielleicht eine andere Farbe. Also ist ja schon eher dunkler. Geht doch hier, oder? Aber mich triggert es, dass man das echt nicht direkt bedichten kann, ne? Aber es geht halt nicht. Okay, ja, haben wir eine kleine Kerze drin. Ist natürlich Kunst alles, denn normal würde ich hier ehrlich gesagt keine Kerze hinstellen. Aber nehmen wir mal an, dass hier feuerfestes Material, ne? Es geht schon. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, richtig, Oddi? Ja, komm, trägst auch mal ein Leckerli, mein Süßer. Damit du groß und stark wirst, mein Schatz. Ja? So. Okay, also wir haben jetzt noch ein bisschen Deko hier drin. So, und jetzt gehen wir mal nicht hier hin. Da fiel mir denn ein. Wir wollen ja auch wissen, wie sehen wir denn aus, wenn wir aus dem Haus gehen, oder? Und da macht es doch eigentlich Sinn, wenn wir hier Spiegelmodule hinpacken. Es sieht in der Hausflipper nicht so schön aus. Ich hoffe, dass die das fixen beim nächsten Mal, dass halt so eine richtige Spiegelung da ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich halt richtig cool. So, man könnte halt dieses lange Teil hier hinbauen zum Beispiel, ne? Das geht ja. Eine. Ja. So zum Beispiel könnte man, lässt man hier nur einen freien, hat man hier so zwei Spiegelchen. Das würde halt noch gehen. Was haltet ihr davon? Ich lasse sie erstmal dran. Könnt ihr mir eure Meinung sagen? Und ich glaube, hier in diesem Ding hier, sind die Pflanzen da? Könnte man da nicht sogar, oh, das ist ja so riesig. Nee. Wenn so kleine Töpfe sind, die konnte man da, glaube ich, reinstellen. Aber das ist big. Ist, glaube ich, auch so groß, ne? Ja. Kann er noch ein bisschen schnökern. Hier haben wir auch noch mal sowas. Ich glaube, das hängt man eher an der Wand, oder? Ja, das ist eher was für die... Nee, für unten ist es schon. Hier war es irgendwo grün. Oh ja.
Green. That's the way, aha, aha, I like it. Schaut doch mal. This is so cute. Gibt's das eigentlich auch noch irgendwie anders? So, Decoria Manis heißt das. Ach, vielleicht haben die noch was anderes. Ich glaube, nichts war schon, ne? Großer hängender Faden. Ja, der ist wirklich zum Anhängen hier. Schaut mal. Aber den könnte man echt hier mit reinhängen. Schaut euch das mal an. Kann ich den dunkler wählen von der Farbe? Nee. Nee, leider nicht. Guck mal. Ui. Ist jetzt blöd, dass sie halt unterschiedliche Farbtupfer haben. Mhm. Schaut mal, da kann man... Das hatte ich auch schon mal. Oh ja, guckt euch das so mal an. Na, da unten macht es jetzt keinen Sinn, ne? Cool, oder? So voll die grüne Oase, aber das Ding... Ich hätte dann, glaube ich, lieber... müssen wir verkaufen, wartet mal. Ich hätte dann da doch lieber, glaube ich, eher noch mal... Ja, sowas. Da oben. Geil, oder? Ist das cool? Jetzt übertreibe ich gerade wieder. Mache ich ja gern, übertreiben. Kann man sowas hier auch einstellen? Alter, was mache ich denn da? Ich wollte doch noch nicht. Wo soll ich da rein? Aber ich glaube, der stellt das auf den Boden. Kann das sein? Wow, wow, wow. Das ist ja Fusselarbeit. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Wie, jetzt das Ding runtergefallen? Nein! Lol? Okay! Aber ich glaube, das packe ich wieder weg. Ich glaube, ich mache da nur diese Hängedinger rein. Wartet mal. Zack. Jetzt müssen wir das Regal hier nochmal kaufen. Eieieiei. Weg. So. Ach, das ist hier nicht mehr drin. Echt jetzt. Oh, wenn ich hier reingehe, muss ich wieder neu suchen. Ich muss mir unbedingt mal den Namen merken. Aber wir hatten dieses goldene Ding gesetzt, right? Nee, da hier unten waren wir noch nicht, Freund. Fällt mir gerade noch was anderes ein. Man könnte, hätte da auch noch einen Tisch hinstellen können. Warte mal. Und die halt jetzt hier reinkommen, ne? Da haben die ja keine Möglichkeit, irgendwo was abzulegen. Da müssen wir auch noch was machen. Definitiv. Wo ich gerade dieses Thermometer hier sehe, ne? Kann man doch hier noch irgendwo mit ranklatschen. Hier so. Oh, zack. 20,5 Grad haben wir. Und wir sparen Energie, Leute. Mhm. Das machen wir. Ja, also ich brauche dieses Blumending da wieder. Wo war denn das? Ach, das war doch hier irgendwie schon, ne? Nur jetzt die Beschucke. Nee, das ist ein Original-Hausflipper-Ding, ne? Hätte ich hier immer wieder suche. Wäre ich doch nicht drauf gekommen, oder? Nee, was nicht? Wollen wir mal hier gucken? Na, in Renovierung ist das nicht drin. Und im Garten glaube ich auch nicht. Nee, wir müssen echt den ganzen Mist hier nochmal durchgehen. Annie. Ich mach ganz schnell. Nee, das ist ein Workshop-Ding. Echt cool, dass du das da reinhängen kannst, ne? Hört ihr mich scrollen? Ich glaube, das wird auch mit übertragen. Egal. Aber jetzt muss ich ein bisschen langsamer werden, glaube ich. Das müsste jetzt bald kommen. Die Musik kann ich auch schon auswendig von Hausflipper. Ach,
Das ist doch Wooden Wall with Planters. Merkst du dir einfach mal schon, ne? Wooden Wall with Planters. Okay, okay. Das ist ja gut, ich drehe ja schon. So, jetzt haben wir es wieder da. Also, wir wissen jetzt, wir dürfen hier keine Blumentöpfe reinstellen, weil da verschieben wir alles. Ne? So, eine geht noch. So, wieder zurück. Dann müssen wir das Ding wieder wählen. Ah, schaut mal. Shit. Kriegen wir da echt nicht mehr? Nein. Nee. Oder doch, gerade so, wa? Mama? Ja, genau. Ich liebe Pflanzen. Ich auch, Mutti. So. Wand. Gartenlampe, Wandlampe, Wandlampe. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hier haben wir doch noch diese Dinge. Ah, das ist mir zu dunkel hier. Achso, das ist Glas. Das ist ein bisschen heller. Ich will nur mal gucken, wie es ausschaut. Oh ja, schön hell, ne? Was meint die? Macht die Lampe Sinn da? Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben ja hier diese angehangen, ne? Aber wir brauchen ja schon trotzdem ein bisschen Licht. Wenn wir uns die Schuhe anziehen und so, ne? Hängt definitiv höher als die andere. Kann ich hier noch ein Stück runterziehen? Wenn ich mich hier auf Sofa stelle? Ja. Dann geht das. Okay. Ist auf jeden Fall heller geworden. Das schon mal definitiv. Gut. Jetzt wollte ich halt hier noch ein Tischchen haben, ne? Flur? Aber im Flur gab es halt nichts weiter. Außer diese Sachen hier. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube aber ganz praktisch unter diese Nachttischchen zu gucken. Da hat man ja auch manchmal so eine kleine Tischchen dabei. Oder in der Küche, da hat man ja auch manchmal so eine kleine Tischchen, ne? Gucken wir mal, was wir hier so für Holz noch haben im Angebot. Au, ich weiß nicht. Schwarz passt jetzt hier gar nicht rein. Weiß möchte ich aber auch nicht. Ist eh schon alles. Das ist mir, glaube ich, zu hell. Ich tendiere tatsächlich zu dem. Ist groß, ne? Ich denke gerne noch einen Ticken kleiner. Was meint ihr? Das sieht komisch aus, oder? Wie sehen denn diese Dinger hier aus? Das ist kleiner. Aber könnte ein bisschen höher sein. Den nehme ich ja auch immer ganz gern, ne? Man könnte jetzt hier natürlich auch so ein Schränkchen reinstellen. Das würde auch gehen, ne? Nee, das ist schon vorne. Nee, das ist vorne. Warte mal. Also einmal wäre halt ein Tisch, den stelle ich jetzt mal kurz weg. Stelle ich hier mal oder hier das Schränkchen direkt daneben. Nee. Sieht ja kacke aus. Schränkchen davor. Ist auch irgendwie doof. Ich weiß nicht. Ei,
Eieiei, das nehme ich halt auch ganz gern. Es passt aber farblich hier jetzt. Na, obwohl, dieses Braun finden wir ja auch im Bild so ein bisschen wieder. Und Weiß auch drin. Das wäre jetzt auch noch eine Variante, ne? Diesen kleinen Tisch hier hinzustellen. Hm. Daneben, das ist zu eng. Und es geht halt auch nur bis da. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Dann. Ja, schon wieder beim Innendesign, ne? Es gab diese Schlüssel. Schon gerade nicht mehr. Hier, Briefe zum Beispiel, ne? Kann man ja hier rauflegen. Briefe. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Schlüssel halt oder sowas. Ja, habe jetzt mal schneller runtergescrollt, ne? Jetzt gehen wir hier wieder alles durch. Ein bisschen doof, ne? Dann könnte ich halt noch... Oh, okay, die Tulpen sind ein bisschen groß. Nein. Oder hier sowas. Das passt doch farblich. Ne? Ich habe meine Duftstäbchen hier, oder? Aber irgendwie, ne. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also, Leute. Ihr seid gefragt heute nochmal, ja? Also, meine Frage an euch. Einmal die beiden Spiegel, lassen wir die so. Dann, welchen Tisch, also den runden, sagen wir mal den runden, den mittleren und das ist der kleine. Oder gar nichts davon. Gibt ja auch noch nicht vierte Variante. Lass das einfach so, ne? Aber eins fällt mir trotzdem noch ein. Ich weiß noch nicht, ob das, ob ich das hier schon hatte. Diesen Schirmständer. Hier, so, da gibt es ja einmal diese Variante, ne? Es gibt aber, glaube ich, noch eine andere Variante. Ja, also das könnte man halt noch so hinstellen im Eingang. Ja. Könnte natürlich hier auch so ein iPod hier noch draufstellen. Anstatt dieses Duftding, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Würde natürlich hier wieder besser passen. Ja. Oder halt, keine Ahnung, irgendwie generell hier so ein Telefon halt noch. Ja, man kann hier, ich meine, das ist ja eh schon, wird ja schon ein geiles Haus, ne? Kann hier auch, toll. Will das mir die Cam da nicht anhängen? Echt nicht? Wenn ich die jetzt da reinhänge, da hängt die auf dem Haus, oder? Lass mal kurz gucken. Ah, hier sehe ich's. Wir machen hier Kamera überwacht, ne? Lass ab. Kommt hier nicht so einfach rein. Nein, nein, nein. Kamera! So. Okay, ihr süßen Sahneschnittchen. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir uns eine Folge hier echt in diesem Haus noch aufgehalten. Crazy, oder? Also, im Haus ist ja klar. In diesem kleinen Vorraum. Aber ich finde den wichtig. Denn das Erste, was du siehst, ist natürlich der Garten, klar. Aber wenn du jetzt ins Haus kommst, ist ja immer der Eingangsbereich. Der sollte halt schön sein, finde ich. Und das so private im Real Life, ich würde mir das echt wünschen, ne? So einen geilen Eingangsbereich zu haben. Herrlich. Aber da fehlt immer noch der Keller mit einem riesengroßen Schwimmbad. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schreibt mir einen Kommentar dazu. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bye bye.